Hallo, wir sind FETSI, das Freizeitportal der Vier-Länder-Region Bodensee. Mein Name ist Etienne und das ist mein Bruder Thierry. Ich fange gleich mal mit einem richtigen Knaller und einem Geheimtipp an. Kennt jemand von euch die Swiss River Academy? Ist eins der größten Rafting- und Freizeitanbieter in der Deutschschweiz. Kennt keiner? Ah, einen habe ich gerade gesehen, aber ist einer von uns. Den lassen wir mal außen vor. Ich könnte jetzt noch weiter hunderte solcher Beispiele nennen und ich würde immer dieselben Gesichter sehen und mein Kollege hätte wahrscheinlich einen Krampf im Arm. Fakt ist aber, in der Bodensee-Region haben wir sehr wenig regionsübergreifende Marketingmaßnahmen im Freizeitsektor. Ja. So werden die kleinen Anbieter sehr schwer gefunden. Um euch ein paar Zahlen zu nennen, wir haben ca. 70 Millionen Bodensee-Besucher, die einen Umsatz von 3,8 Milliarden bei uns generieren. Das ist ein riesiges Potenzial und genau dieses Potenzial wollen wir besser nutzen für die kleinen Anbieter. Okay, jetzt verstehen Sie das Problem. Jetzt natürlich die Frage, wie lösen wir es? Unsere Vision ist es, all diese Grenzen, die wir hier in dieser Region vorfinden, sei es regional oder länderübergreifend, aufzulösen im Freizeitsektor und so alle Aktivitäten, das ganze Potenzial, die Vielfalt, die wir hier vorfinden in der Region, auf einer Homepage, in einer App, auf einer interaktiven Karte zu vereinen und so unseren Usern bei der Gestaltung ihrer Freizeit zu helfen. Damit habe ich schon eine Interessensgruppe unserer Idee angesprochen, das sind die User, die kommen in die Region, möchten hier Spaß haben, möchten was erleben, denen möchten wir inspirierende Vorschläge bieten. Auf der anderen Seite sind da die Anbieter von Aktivitäten, ihnen möchten wir helfen, durch Online-Buchungen ihre Prozesse zu erleichtern, ohne selbst Ressourcen in den Abwicklungsprozess investieren zu müssen. Und sie können ihre Dienstleistungen, Produkte über unser Vertriebsnetz vermarkten und so einer breiteren Masse zugänglich machen. Es gibt mehrere Trends, die in die Richtung gehen. Also man kennt es ja, Flüge, Hotels, Mietwagen werden heute ja quasi ausnahmslos online gebucht und da gibt es ja gar keine Ausnahmen mehr fast. Ja. Und genau in die Richtung bewegt sich das Ganze. Also das Bedürfnis, seinen Urlaub online zu planen, auch inhaltlich, also bei der Ausgestaltung, besteht eben fortan. Und hier setzen wir auch an, unsere User können bei uns ihren Kurzurlaub besser planen, Erlebnisse finden, die sie sonst nicht finden würden, also oder durch aufwendige Suchen, und das will man ja gerade nicht im Urlaub, auch nicht vorweg, sondern man möchte ja die ganze Vielfalt möglichst punktuell finden. Und es ist ja außerdem so, dass Kurzurlaube im Trend liegen und da möchte man spontan was unternehmen, spontan Vorschläge bekommen, spontan inspiriert werden. Und genau hier setzen wir an diesen Punkten und da soll eben die FETSI-App, speziell mobil, dann auch Licht ins Dunkle bringen und genau diesen Prozess erleichtern. Ja. Vielen Dank. Applaus